Hallo Freunde, herzlich willkommen wieder einmal zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. In der letzten Folge haben wir Yuffie gerettet. Vor langer, langer Zeit. Und jetzt müssen wir nur noch in die Taverne, denn wir haben hier keine aktuelle Nebenquest mehr. Ist ja auch erstmal nicht schlimm. Wir müssen halt hier hinten hoch, wo die Leute protestieren. Und das schaffen wir wohl offenbar erst nach dem Schlafen. Und dann würde ich das mal sagen, machen wir das. Vielleicht kriegen wir dann nachher sofort auch Yuffie als spielbaren Charakter. Ich bin mal gespannt. Oh, die Helden vom Strand. Hab gehört, was ihr für Priscilla getan habt. Vielen Dank dafür. Rhonda hat mich gebeten, euch den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Na dann kostenlos, bitte. Lasst mal sehen. Vier Zimmer nehme ich an? Wir hätten gerne fünf. Sehr wohl. Die Rechnung geht natürlich aufs Haus. Das ist unsere Art, euch Danke zu sagen. Ausgezeichnet. Dann lasst uns mal eine Runde aufs Ohr hauen. Die Zimmer sind schlicht, bieten aber alles, was man braucht. Es ist lange her, dass wir so viele Gäste hatten. Und dann lasst es auch noch kostenlos schlafen. Hättest du sagen können, zum halben Preis, ey. Mann, nee. Ich spürte, wie sie mir entglitten. Eine nach der anderen. Aber ich konnte nichts dagegen tun. Ja, ging mir auch so. Als hätten sie einfach aus mir rausgesaugt. Redest du, Eris? Alles, was ich weiß, ist, dass etwas fehlt. Aber was genau fehlt, das weiß ich nicht. Alles ist verschwommen. Verdammte Mäuren! Sie sind seitdem nicht wieder aufgetaucht. Cloud! Warte mal, da war eine Kiste, oder? Wer ist denn bei dir? Das war Red? Verstehe. Gut. Danke fürs Aufpassen. Bist sicher müde. Ruh dich gut aus. Da, ich will die Kiste! Die Kiste! Herein! Danke. Kaiserinnenwache, super. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir Midgar verlassen haben, aber es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Ich hoffe, Mama und Marlene geht es gut. Hast du Heimweh? Sephiroth ist jetzt wichtiger. Richtig. Sag mal, erinnerst du dich an unser erstes Treffen, Cloud? Ja, in der Kirche. Das war in der Kirche. Falsch. Das war unser zweites Ach, Treffen. Verdammt. Stimmt ja. Ich bin vorher noch nie über Dächer gelaufen. Das hat echt Spaß gemacht. Mist. Wohin die Männer in den schwarzen Umhängen wohl verschwunden sind? Ach Mist, jetzt haben wir ein schlechteres Verhältnis zu ihr. Ganz ehrlich, ich lade noch mal kurz. Ich möchte das gerne mit Eris richtig gestellt haben. Das ist die einzige Ausnahme, wo ich wirklich mal neu lade. Weil ich, dir, Kinder. Nach diesem schrecklichen dem möchte ich wirklich mal den anderen Gesprächsverlauf wissen. Oh, die Helden vom Strand. Vielen Dank dafür. Rhonda hat mich Lasst mal... Ja, komm, das können wir zum Glück alles ein bisschen überspringen. Oh! Sehr wohl. Die Rechnung geht natürlich aufs Haus. Das ist unsere Art, euch Danke zu sagen. Ausgezeichnet. Dann lasst uns mal eine Runde aufs Ohr hauen. Die Zimmer sind schlicht, bieten aber alles, was man braucht. Es ist lange her, dass wir so viele Gäste hatten. Ist das jetzt mein Zimmer? Ist offen. Oh, von Barrett. Okay, hier gibt's keine weitere Waffe. Ah, unser Rettungsschwimmer. Eine Ahnung, um was diese Yuffie uns wohl bitten will? Ich nämlich nicht. Ich glaube, die will mitmachen. Vielleicht will sie ja bei Avalanche mitmachen. Theoretisch könnten wir natürlich jede Hilfe gebrauchen.
Aber auf Babysitten habe ich momentan keinen Bock. Wir werden sie irgendwie abwimmeln müssen. Hätte nicht gedacht, dass unsere Steckbriefe sogar hier die Runde machen. Verrückt, was? Ganz ehrlich, warum sollten sie denn nicht hier die Runde machen? Ist gleich um die Ecke die Region. Ich meine, klar, mit den Sümpfen, aber ganz ehrlich. Was soll's? Ruh dich ruhig aus. Ich sag schon Bescheid, wenn irgendwas ist. Okay, okay. Nächste Tür. Ich spürte, wie sie mir entglitten. Eine nach der anderen. Aber ich konnte nichts dagegen tun. Ja, ging mir auch so. Als hätten sie einfach aus mir rausgesaugt. Vor allem, ich finde es ja eher interessant, dass Red 13 hier eine komplett andere Stimme dann hat, wenn er so mit Eris redet. Alles, was ich weiß, ist, dass etwas fehlt. Aber... Herein! Kann ich jetzt eigentlich gleich... Oh, ich kann sogar die Ausrüstung gleich ändern. Ah. Zack. Schützender Magiekreis muss ich dann mit ihr lernen. Gut. Ich hin? Es ist noch gar nicht so lange. Ich hoffe, Mama und... Hast du Heimweh? Sephiroth. Richtig. Sag mal, erinnerst du dich an unser erstes Treffen? Du hast mir eine Blume aufgezwungen. Die habe ich dir geschenkt, Cloud. Ich habe die Blume danach im siebten Himmel gesehen. Und ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass du derjenige warst, der sie in die Vase gestellt hat. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Also, ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Ein Geschenk einfach so an jemand anderes weiter zu verschenken. Hast recht. Vergeben und vergessen. Für dieses Mal. Ist aber nicht besser oder schlechter geworden, offenbar. Wohin die Männer in den schwarzen Umhängen wohl verschwunden sind? Ich speichere nochmal zwischen. Zack, 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 zack. So, Red 13, bitte. Na rein. Hab uns was erzählt? Der Geruch des Meeres ist überwältigend. Das wird es mir erschweren, unsere Gegner frühzeitig zu wittern. Mach dir nichts draus. Meine Nase ist die ganze Zeit gereizt. Meine Nase juckt wie verrückt. Naja, jetzt ist aber auch die Frage, ne, was hätte man am besten zu ihm sagen sollen? So, tiefer. Lebst auch oben, okay. Cloud. Was für ein Zufall. Ich war gerade auf dem Weg zu dir. Ich wollte... Hm? Das sind Kalm. Tut mir leid. Komm rein. Okay. Ich hab dir Unrecht getan. Ich war ja nicht besser. Hey, erinnerst du dich an Emilio aus Nibelheim? Der Sohn des Krämers, oder? Der Sohn des Krämers. Emilio hat das Dorf kurze Zeit vor dir verlassen, Cloud. Danach hab ich ihn lange nicht gesehen. Aber letztes Jahr kam er in die Bar. Er meinte, er wäre sonst nie in den Slums. Er hatte sich ganz schön verändert. Verstehe.
Und er war in Begleitung einer wunderschönen Frau. Du hättest sie sehen sollen. Sie war... Interessiert dich nicht. Naja. Aber ich höre dir gerne zu. Mhm. Schon gut. Du hast mich wieder getestet. Nein, das habe ich nicht. Bringt nichts. Du hast ja recht. Sorry. Schon gut. Lass uns bald mal reden. Offen und ehrlich. Hört doch jetzt. Mann, nee. Dann nehmen wir kein Blatt vor den Mund. Mach ich sowieso nie. Nacht. Kann ich nochmal klopfen? Ich bin nach all dem ganz schön erschöpft. Schade. Aber jetzt frage ich mich, was passieren würde, wenn ich sagen würde, hey, Emilio ist nicht der Sohn vom Krämer. Weil so habe ich jetzt ja nur einen. Boah, ja, besser gehabt, oder? Warte mal. Glück habe ich ja gespeichert. Ja, mit dir hatte ich ja schon Mist. Da rein. Der Geruch des Meeres, das wird es mir erschweren, unsere Gegner frühzeitig zu wittern. Mach dir nichts draus. Meine Nase ist die ganze Zeit gereizt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich auch zwei hatte. Feuer oder drei. Na, ist jetzt egal. Vielleicht hätte ich ja sagen können, das ist beunruhigend. So. Ich erinnere mich nur an dich. Ich erinnere mich nur an dich. Hä? Oh. Er war der Sohn des Krämers. Aha. Emilio hat das Dorf kurze Zeit vor dir verlassen, Cloud. Danach habe ich ihn lange nicht gesehen. Aber letztes Jahr kam er in die Bar. Okay, das Grundgespräch ist das gleiche. Er meinte, er wäre sonst nie in den Slums. Er hatte sich ganz schön verändert. Verstehe. Und er war in Begleitung einer wunderschönen Frau. Du hättest sie sehen. So, und? Ah, guck mal, zwei. Okay, dann teste ich nochmal kurz mit Red 13 aus, wenn ich sage, hey, hier, das ist beunruhigend. Ist halt schade, dass sonst diese kleine Antwort schon da ausreicht, ne? Doch eher negativ gegenüber den anderen aufgestellt zu sein. Na rein. Das heißt negativ, aber schlechter, sag ich mal. Hier sind es auch noch zwei, genau. Der Geruch des Meeres, das wird es mir erschweren, unsere Gegner frühzeitig zu wittern. Das ist beunruhigend. Auf meine Ohren ist weiterhin Verlass. Sollte ich etwas Verdächtiges hören, schlage ich Alarm. Bleib trotzdem dabei, okay. Ich wollte halt nur wissen, ob halt dann schlechter geworden wäre oder besser. Halt gleich bleibt. Ist gut. So, ich erinnere mich an dich. Ich erinnere mich nur an dich. Hä? Nehmen wir sie mit.
dachte gerade, jetzt ist Yuffie hier drinne. Zeit zum Schlafen. Und Fernsehen anmachen. Aber natürlich. Dann geht die Hauptstory in dir weiter. Habe ich Hunger? Ja, Hunger. Weil ich vielleicht Hunger habe, mache ich jetzt Bauchtraining? Okay. Kommt rein, Leute! Hey! Was? Hä? Was ist denn nur los? Okay! Es sind also alle hier. Dann stellen wir uns doch mal vor. Ich bin Yuffie, Agentin der Übergangsregierung von Wutai und talentierte Materiajägerin. Im Namen meiner Heimat und als waschechte Ninja bin ich von weit her hierher gereist, um die tyrannischen Pläne von Shinra zu durchkreuzen. Wutai? Ja, also, ihr könnt euch jetzt richtig geehrt fühlen, denn ihr dürft euch mir anschließen. Wisst ihr, ich finde euch nämlich viel, viel cooler als die Hauptgruppe. Ich fürchte, da hast du dir leider die Falschen gesucht. Wir haben mit Spionieren und Attentaten nämlich nichts am Hut, klar? Das verbitte ich mir! Nun! Wobei, diesmal hast du vielleicht recht. Was denn jetzt? Ich mag weit von meiner geliebten Heimat Wutai entfernt sein. Aber das hält mich nicht davon ab, allein gegen Shinra weiterzukämpfen und dabei auch ganz ordentlich zu verdienen. Natürlich habe ich auch hier nach einer lukrativen Arbeit für mich gesucht. Da meinte Rhonda, sie hätte einen wichtigen Auftrag für mich. Ein Attentat nämlich. Und jetzt haltet euch fest. Wer ist wohl das Ziel? Spiel dich nicht so auf. Ich sag's ja schon. Es geht um niemand anderen als Direktor Rufus Shinra persönlich. Na, überrascht? Dieser Rufus soll schon bald hier aufkreuzen. In der Stadt über uns. Es gibt wohl eine Parade zu seinem Amtsantritt oder so. Die Leute in diesem Dorf sind stinke sauer auf Shinra, seit die ihnen ihr Land und die Sonne geraubt haben. Und deshalb wollen sie... Was du nicht sagst. Rhonda will das Geld für meine Belohnung besorgen, indem sie euch an Shinra verrät. Was? So ein Pech. Anscheinend hat sie schon getan. Ja, dann bleibt euch wohl nichts übrig. Hey! Ich rede mit Priscilla. Die bringt euch sicher nach oben. Viel Spaß mit dem Typen. Wenn du nicht schnell da rauskommst, komm ich rein. Und zwar mit meinem Motorrad. Alles klar, mein Freund? Wer? Woher kenne ich die Stimme? Drin sind wir im Nachteil. Lasst uns rausgehen. Ja. So, wen habe ich jetzt beim Kampf dabei? Ja, ich würde mal mit Red machen. Hatten wir schon ewig nicht mehr. Mein Freund. Warte mal, muss ich hier lang raus? Welch Licht bricht von dort oben hervor? Komm runter und zeig dein Gesicht! Kommt da nicht so in Aufruhr hier unten? Wie lange willst du mich denn noch warten lassen, mein Freund? Ach ja, stimmt. Da bist du ja endlich, mein Freund! Locke.
Lokshe? Haha! Schüchtern wie immer, was? Ich habe eine wichtige Mitteilung für dich. Man hat mich einer Spezialeinheit zugeteilt, die Eris zurückholen soll. Ich dachte, das solltest du vielleicht wissen. Und wo ist die Einheit? Diesmal ist's bloß ein Besuch unter Freunden. Hier ist schließlich keine angemessene Bühne für eines unserer Tänzchen, oder? Hier könnte man nicht voll aufdrehen. Da blieb der Spaß doch auf der Strecke. Oben sind die Bedingungen da schon weitaus angenehmer. Dort also werde ich dich sehnsüchtig erwarten. Mein Freund! Was für eine Arschgeige. Scheint, als wäre es Zeit zu gehen. Wohl besser für das Dorf. Yuffie meinte doch, dass wir Priscilla fragen sollten, wenn wir nach oben wollen, oder? Dann machen wir das doch. Danke, dass ihr euch um diesen Shinra-Spinner gekümmert habt. Uns einfach an die zu verpfeifen. Du hast vielleicht Nerven. Hier. Ist nicht viel, aber... Willst du dich freikaufen? Das ist das Kopfgeld, das auf euch ausgesetzt war. Nur 5000 ist das. Ich hatte von Anfang an vor, euch daran zu beteiligen. Als Gegner von Shinra müssen wir schließlich zusammenhalten. Und was, wenn sie uns geschnappt hätten? Das hätten wir dann schon gesehen. Ist doch gut gelaufen, also wo ist das Problem? Jetzt muss nur noch Yuffie ihren Teil erfüllen. Und ich bete, dass sie es schafft. Neue Aufträge verfügbar. Mensch, na dann holen wir uns die doch gleich. Warte mal, der eine Auftrag ist ja gleich hier unten anscheinend. Priscillas Plan. Direkt da sein. Wir holen dann selber die neuen Aufträge mal. Wir zurück unter Junon. Vor der Herberge. Ich brauche einen Begleiter für meinen geliebten Hund Scholle. Sorge dafür, dass er sein Ziel erreicht. Und Oberfrosch unter Junon. Froschspielplatz. Quack, 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 quack. Machen wir erstmal die Begleitung. Lungert ihr hier etwa immer noch rum? Na, wenn ihr schon nichts Besseres zu tun habt, warum macht ihr euch nicht ein wenig nützlich? Ich möchte, dass ihr eine Geldlieferung für mich übernehmt. Der Kleine hier weiß, wo es hingeht. Sein Name ist Scholle. Er überbringt das Geld und eure Aufgabe ist es, ihn dabei zu beschützen. Können wir machen, aber sagst du uns wenigstens, an wen das Geld geht? An meinen Sohn. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Er ist eines Tages einfach aus dem Dorf abgehauen. Oh Gott. Versteht das Geld als eine Art Abfindung. Bitte nicht. Er ist kein Kind mehr und muss langsam lernen, auf seinen eigenen Beinen zu stehen. Auch finanziell. Ah. Im Krähennest. Na, ich wusste es. Er war es leid, hier in den Schatten zu leben. Und meine Methoden sind ihm nicht radikal genug. Also hat er sich Gleichgesinnte gesucht und agiert mit ihnen vom Rand Junons aus. Da läuft er schon von zu Hause weg und schafft es nicht mal aus Junon raus. Was für ein halbgarer Blödsinn. Da gibt es nicht viel zu erklären. Ich habe mit dem Dorf alleine alle Hände voll zu tun. Und für meinen Sohn habe ich bereits genug getan. Ab jetzt ist er auf sich selbst gestellt. Außerdem muss ich mich um jemand Wichtigeres kümmern. Nicht wahr, Scholle? Na, dann viel Erfolg. Eure Belohnung könnt ihr euch im Anschluss im Krähennest bei Tobi abholen. Er weiß Bescheid. Und wenn meinem kleinen Scholle auch nur ein einziges Haar gekrümmt wird, werdet ihr es bereuen. Also, passt gut auf ihn auf. Ja, ja.
Müssen wir jetzt echt dann den ganzen Weg? Oh. Wie kann ich denn raus hier? Ah ja, warte mal, genau. Ja, das ist doch dann der Quack, 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 Quack. Ist das dann oben oder unten? So, das Krähennest haben wir ja dann hier hinten. Da, so, ne? Nee, hier so. Hier dazwischen muss es sein. Hier bin ich ja nicht reingekommen, also jetzt kriegen wir hin. Hab gehört, ich will die Kutze. Was wollte ich sagen? Gibt's noch was zu verschicken? Was ist? Priscilla. Die salzige Seele uns die jedes Mal. Aber das Quack, 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 Quack muss da unten sein irgendwo, oder? Oder nicht? Das heißt, sie muss dann da lang schwimmen. Ja, natürlich, ich muss da lang schwimmen. Wo's lang geht, Kleiner. Wir halten dir den Rücken frei. Aha. Hey, Cloud. Wie alt warst du, als du von zu Hause weg bist? 14. Nein, warte. Das war im Frühling. Also 13. Für Landeier kein ungewöhnliches Alter für einen Auszug, was? Und was hat deine Mutter gesagt? Dagegen war sie jedenfalls nicht. Die anderen sind ja auch alle in dem Alter weg. Ah. Was denn? Sie wollte mir damals 2000 Gilden geben, damit ich was hab, wovon ich leben kann. Mütter sind doch alle irgendwie gleich, oder? Hab's aber nicht angenommen. Schließlich bin ich direkt zur Soldat. Da brauchte ich das nicht. Jetzt kapier ich endlich, warum wir für jeden Job 2000 Gil haben. Ich übernehme das. Bereit. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Der ist für dich! Leih uns bitte deine Kraft! Ja. Der ist für dich! Du wirst nicht bleiben! Ja. Na los, lauf weiter, Freundchen. Es gibt kein Gesprächsthema mehr. Laufen wir jetzt nur noch doof hinterher oder was? Übernimm du. Mein Auge nimm dich nicht. Richtig los? Los! Kurz
Stets mit uns! Was? Du wirst nicht leiden! Los geht's! Na? Flieg! Ab mit dir! Und los! Legen wir mal richtig los? Ist stets mit uns! Ist ja gleich vorbei. Ich muss alles aus mir herausholen. Genug. Wie schaffst du das? Oh Mist. Ich dachte, den hellen Wind kriege ich noch hin. Hey, hör mal. Was denn? Gibt doch immer wieder Eltern, die einfach nicht loslassen können. Die ständig irgendwelche Gründe finden, um ihre Kinder weiter zu betüddeln. Gibt's bestimmt, ja. Ach, zuhauf gibt's die. Aber ich werde ganz anders. Darauf kannst du sowas von Gift nehmen. Ich respektiere nämlich Marlenes Wunsch nach Freiheit. Lach nicht, ich weiß, was du denkst. Du hältst mich für einen Helikopterpapa. Kann ich nicht leugnen. Vermutlich liegst du damit gar nicht mal falsch, aber ich habe mir geschworen, ihr niemals im Weg zu stehen. Sie soll frei sein. Dabei würde ich sie am liebsten für immer in Watte einpacken und wie ein Baby umsorgen. Meine liebe kleine Marlene. Attacke! Nimm das! Dann übernimm. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Los! Der ist für dich! Legen wir mal richtig los, Flieg! Los geht's! Ab mit dir! Das tut weh! Alles okay? Und los! Los geht's! Unsanft! Entschuldige, es muss sein! Da, so. Leih uns bitte deine Kraft! Da geht noch was! Ups. Nein, wir haben den Schützen- und Magiekreis gelernt, sehr schön. Marlene. Was ist denn nun schon wieder? Papa ist... Papa ist... noch nicht bereit, dich loszulassen. Jetzt beruhig dich mal. Marlene ist doch noch ein kleines Kind. Bis die auszieht, dauert's noch Jahre. Ja, du hast recht. Allein die Vorstellung. Aber stimmt, noch habe ich Zeit.
Allerdings ist Zeit relativ. Ey! Hat er auch recht. Oh, der Gegner. Und tschüss! Ja! Ja. Auf Nummer sich. Okay, wirksam ist Luft. Negative Status, sondern ja, ich würde wahrscheinlich. Sieh mal an. Nicht übertreiben. Los. Du bist dran. Bin ich jetzt dran? Das war knapp. War das schon alles? Dann übernimm du. Ich mach das. Aufgepasst. Mein Auftritt. Erwärme in zwei. Attacke. Tür in zwei. Oh, was habe ich denn? Treffe ich auch mal. Ich bin bereit. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Na? Legen wir mal richtig los. Los geht's. Los. Lass mich mal. Und jetzt. Genug. Ich zähle auf dich. Übernimm dich nicht. Kannst du übernehmen? Los. Attacke. In zwei. Das ging jetzt noch schneller als gedacht. Ich komme ins Krähennest rein. Scholle, was machst du denn hier? Dich kriegt aber auch gar nichts unter, was, Kleiner? Hä? Kenn ich euch? Deine Mutter hat uns geschickt. Wir sollten auf Scholle aufpassen. Sie schickt auch ein paar Gill für dich mit. Behaltet es. Ich komme auch allein über die Runden und brauche nichts von ihr. Sind das Freunde von dir, Dylan? Oh. Claire, was machst du denn hier draußen? Du sollst dich doch schonen. Tut mir leid, dass ihr umsonst hergekommen seid. Aber ich will das Geld nicht. Bringt Scholle wieder sicher nach Hause, ja? Den Dickkopf hast du doch garantiert von deiner Mutter. Jetzt stell dich mal nicht so an, Junge. Oh. Nimm du es halt. Aber das ist viel zu viel. Wenn ihr es nicht wollt, nehme ich es eben. Aber ihr erwartet ein Kind und wollt ihm bestimmt das beste Leben bieten, das möglich ist. Und dafür braucht man eben auch Geld. So ist das. Da ist was dran. Hm. Also gut.
Dylan, hier bist du! Tobi! Sorry für die Verspätung. Ihr seid doch die von Avalanche, oder? Rhonda hat mir von euch erzählt. Avalanche! Oh, Mithril, ja. Die Gruppe, die beiden Makoreaktoren in Midgar angegriffen hat? Genau die! Es ist mir eine Ehre, euch persönlich zu treffen. Bin ein großer Fan eurer Arbeit. Sag mal, wo ihr schon mal hier seid, kann ich euch vielleicht um einen Gefallen bitten? Ich meine, die Sache mit Dylan ist ja jetzt erledigt, oder? Genau, wir haben Zeit. Fantastisch! Dann will ich euch gleich alles erklären. Folgt mir doch bitte. Hier lang. Yay, es gibt eine Nebenquest. Aber die schauen wir uns erst beim nächsten Mal an, wenn wir hier wieder reingehen ins Kränenest bei Final Fantasy VII Rebirth hier auf meinem Kanal. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr dabei wart. Bevor wir schalten wieder ein, lasst einen Daumen hoch, da schreibt was in die Kommentare. Und wie immer, ciao, ciao und bis dahin.